Ja, ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Andreas Poltrak und neben mir Jonathan Fasel, unser Pressesprecher sozusagen, und ich bin Geschäftsstellenleiter der VE Sachsen e.V. Bei uns geht es um Klimaschutz und Energiewende, das Ganze wie gehabt mit Fokus auf Sachsen und immerhin heute die 27. Sendung in einer Jahreszeit, wo es langsam dunkler wird, die Zeitumstellung erfolgt ist, wir also auf die kühlere Zeit zu wandern, zu gehen. Daher heute speziell auch einige Themen rund um das Thema Wärme. Jonathan, was erwartet uns heute? Ja, Andreas, hallo. Wir haben ein paar Themen dabei, aber die drei wichtigsten mal kurz vorab. Zum einen gibt es einen neuen Report zum Ausbaustand der Erneuerbaren für Deutschland, aber auch speziell für Sachsen. Da gibt es zum Teil gute, zum Teil aber auch ein paar schlechte Nachrichten. Muss es mit Vorsicht genießen. Das ist ganz spannend zu sehen. Zum anderen gibt es auch sozusagen über die Effekte, die jetzt gerade einsetzen, einen neuen Klimareport für Mitteldeutschland. Der ist hilfreich, um zu erkennen, wie sich jetzt sozusagen in Zukunft bei uns das Klima entwickeln wird. Und naja, nächste Woche ist die Woche der Wärmepumpe bundesweit und auch wir in Sachsen werden da ein paar Dinge am Laufen haben. Genau. Und du hattest ihn erwähnt, den Klimareport Mitteldeutschland, da heute auch ein Studiogast bei uns, Dominik Rumpf vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Auch er wird sozusagen etwas zum Klimareport berichten und das Ganze nach dem gehabten kurzen Intro. Ja, beginnen wir wie üblich mit einem etwas übergeordneten Thema, nämlich dem Blick auf sozusagen die globale Situation. Hier gibt es einen neuen Report, Artikel von Spiegel Online vom 28.10. Klimakrise, Treibhausgaskonzentration erreicht den nächsten Rekordstand. Worum geht's? In einigen Tagen beginnt die neue Weltklimakonferenz und die Weltmeteorologieorganisation, die WMO, hat jetzt eben 14 Tage vorher mal einfach nochmal neu gemessen und gesagt, okay, Leute, es sieht so aus, das Kohlendioxid reichert sich schneller denn je in der Atmosphäre an. Wir sind auf dem völlig falschen Weg. Es sollte eigentlich nach unten zeigen und die Kurve zeigt steil nach oben. Also die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre nimmt entgegen der eigentlichen Ziellinie vom Pariser Klimaabkommen einfach weiter zu. Das ist deswegen auch ein Problem, weil es auch insgesamt auf 10 Jahre, auf den letzten 20 Jahren ganz besonders schlimm war. Da haben allein in den letzten 20 Jahren die Konzentration um 10% zugenommen, ja, von CO2 in der Atmosphäre. Und wir hatten es gerade eben schon diskutiert, Andreas und ich, im Vorfeld. Das Problem ist auch die lange Lebensdauer dieser Klimagase. Die ist nämlich, wie wir gerade eben gesehen haben, mehrere hunderttausend Jahre lang dann vorhanden. Und es wird auch so sein, dass die Effekte dieser Treibhausgase, die sind ja nicht einfach von heute auf morgen dann da, sondern die reichern sich jetzt immer noch an. Die Effekte kommen erst noch. Also wenn wir jetzt aufhören würden zu emittieren, dann wäre der Effekt, der gute Effekt trotzdem sehr viel verzögert. Also Leute, es sieht bisher wirklich aktuell gar nicht gut aus. Tja, und damit Stückchen weiter rein in die sächsische Klimapolitik. Andreas? Genau, wir gehen mal weiter zu der sächsischen Klimapolitik. Einen kurzen Einblick zum Ausbaustand. Es gibt eine Meldung vom Medienservice Sachsen. Bund-Länder-Kooperationsausschuss veröffentlicht Bericht zur Umsetzung der Energiewende. Und hier die Überschrift: Sachsen holt aus, Sachsen holt beim Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich auf. So hier die Überschrift. Wir haben uns ja die letzten Monate auch ein bisschen, wo es um die Frage ging, was hat denn nun die letzte Regierungskoalition eigentlich erreicht, mit der Frage schon beschäftigt. Deswegen hier nochmal kurz der Einblick. Grundsätzlich ist es richtig, was hier als Überschrift geschrieben steht. Wir haben ja das Klima der Sport Sachsen, auf was wir schon mal verwiesen haben. Ich habe mal rausgezogen den aktuellen Stand jetzt Ende Oktober, was die Photovoltaik, aber auch den Windenergieausbau anbelangt. Wenn man bei der Photovoltaik reinschaut, da sieht man, hier ist ein deutlicher Schub dieses Jahr erfolgt. Also wir haben deutlich mehr ausgebaut als letztes Jahr und die Jahre davor.
Allerdings muss ich auch dazu sagen an der Stelle schon mal, wir haben jetzt hier einen aktuellen Zubau pro Woche von 20,71 Megawatt. Wir waren, was den Ausbau, den Zuwachs pro Woche anbelangt, waren wir dieses Jahr tatsächlich auch schon mal bei fast 30 Megawatt pro Woche. Also Anfang des Jahres war sozusagen der Zubau deutlich, deutlich mehr, als er aktuell ist. Ob das jetzt eine normale saisonale Schwankung ist oder ob sich sozusagen der Ausbau wieder leicht verzögert oder wieder ausgebremst wird, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Also da müssen wir uns überraschen lassen, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt auf die Jahresstatistik schauen, sind wir deutlich besser als letztes Jahr. Also insoweit, gerade bei der Photovoltaik ist das völlig richtig. Wenn wir auf die Zubauzahlen bei Wind gehen, sieht man hier, dass eigentlich nach wie vor eine große Stagnation vorhanden ist. Wir haben ja letztes Jahr waren es glaube ich 10, vorletztes Jahr waren es glaube ich 11 Windenergieanlagen, die wir ans Stromnetz angeschlossen haben. Dieses Jahr werden es möglicherweise noch weniger werden. Also da sind die tatsächlichen Zubauzahlen nach wie vor gering. Einfach nochmal zur Erinnerung, wir erwähnen es zwar fast jedes Mal, aber wir brauchen im Schnitt, um das Energie- und Klimaprogramm zu, sozusagen die Ziele, die daran festgehalten sind, dem gerecht zu werden, einen Zubau von 60 bis 80 Anlagen im Jahr. Das heißt, mit 10, 11 Anlagen sind wir da deutlich dahinter. Es gibt einen Hoffnungsschimmer, der sich aufgrund der Genehmigungsverfahren festmachen lässt. Es sind rund 180 Anlagen in Genehmigungsverfahren. Ein Teil davon ist mittlerweile auch genehmigt. Also, dass wir davon ausgehen, dass wir übernächstes Jahr hier deutlich mehr Zubauzahlen haben. Ist natürlich dann auch die andere Frage, die da noch kommt, inwieweit sich dann die Flaschenhälse wie Netzausbau, Lieferprobleme und so weiter, inwieweit die sich dann möglicherweise bemerkbar machen. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie dann die entsprechenden Projektierer, Investoren etc., also die Betreiber der zukünftigen Anlagen, wie die dann sozusagen mit diesen Problemen umgehen, was da für Möglichkeiten sind. Da müssen wir uns dann mal überraschen lassen. Aber wie gesagt, rein von den Genehmigungszahlen her sieht es prinzipiell deutlich besser aus als die Jahre zuvor. Was aber auch noch wichtig ist an der Stelle mir zu erwähnen, also man gleicht das ja gerne mit dem Energie- und Klimaprogramm ab und sagt dann, 90%, 80%, 120% davon erfüllt und macht den grünen Haken dran, sage ich mal ganz vorsichtig. Da muss ich allerdings ein bisschen zur Vorsicht mahnen, denn was die Pariser Klimaziele anbelangt, also sozusagen die Einhaltung dessen, ich meine, das Budget an sich haben wir eh schon aufgebraucht, aber wenn man so die Ausbauzahlen sieht, die im Energie- und Klimaprogramm drinstehen, werden die dem Pariser Klimaabkommen nicht gerecht. Also auch vor 3-4 Jahren, wo das Budget noch nicht aufgebraucht war, hätten eigentlich die Ziele im Energie- und Klimaprogramm in Sachsen, aber auch Deutschland, wobei wir haben es damals für Sachsen betrachtet, müssten deutlich ambitionierter sein. Also um mal so eine Hausnummer zu bekommen, eigentlich müsste es nochmal verdoppelt werden, was da an Zielen drinsteht. Ja. Ja. Hinzu kommt, muss man auch gucken, die rein sächsische Brille reicht hier meines Erachtens nicht ganz aus, weil man auch schauen muss, wie sieht es in ganz Deutschland aus. Und auch dazu gibt es eben eine Erhebung in diesem Rahmen hier und die zeigt eben ein deutliches Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle. Also im Nordwesten wird viel mehr ausgebaut als im Süden und Osten. Und das ist natürlich auch schon also einfach eine Frage, warum klappt das dann in anderen Bundesländern so gut? Warum gibt es in NRW zum Beispiel einen absoluten Rekordausbau mit über 300 Anlagen und so weiter? Und warum geht das hier nicht? Also das sind sozusagen die Perspektiven, die man noch einnehmen kann und muss. Aber trotzdem, es gibt Anzeichen für verhaltenen Optimismus. Völlig richtig. Ja. Genau. Ja, dann vielleicht zum Thema Ausbau der Solarenergie direkt mal sozusagen Schlenker rüber zum Balkonkraftwerk, was ja sehr beliebt ist, in den letzten Jahren wahnsinnig geboostet. Ich selbst, wie ich auch schon erzählt habe, hab ja auch eins. Super Sache. Und es gibt jetzt eine Gesetzesreform auf Bundesratsebene und zwar folgendes. Mieter haben, so der Artikel hier vom MDR, Mieter haben rechtlichen Anspruch auf ein Balkonkraftwerk. Worum geht es hier genau? Es geht darum, dass im Endeffekt Vermieter jetzt Balkonkraftwerke nicht mehr prinzipiell verweigern dürfen ohne Begründung. Sie müssen schon einen triftigen Grund haben. Deswegen hat man das Mietrecht und Wohneigentumsrecht ein bisschen verändert, um eben den Katalog der baulichen Veränderungen
zu updaten. Und hier hat man eben die Balkonsolarkraftwerke mit aufgenommen, somit sie jetzt, einfach sozusagen als bauliche Veränderung akzeptiert. Also anders als bisher können Eigentümer und Vermieter ihre Zustimmung nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern. Sie können sich nur noch weiter bei der Anfrage einbringen, wo die Anlagen und wie die Anlagen angebracht werden. Das ist für all diejenigen, die vielleicht noch damit liebäugeln, ein wichtiger Hinweis. Ich weiß auch, hier in der Nachbarschaft im Haus gibt es ein paar, die jetzt machen wollen und die darauf gewartet haben, dass diese Bremse eben auch gelöst wird. Gute Nachricht eben für alle Balkonsolar-Freunde. Ne? Genau, eine wirklich wichtige Änderung, wie ich denke, und die doch einiges noch bewirken wird. Ja. Wir gehen mal weiter. Klimareport für Mitteldeutschland erschienen, so lautet die Überschrift, auch hier vom Medienservice Sachsen. Und wir hatten es im Vorspann sozusagen erwähnt, wir haben heute einen Studiogast bei uns, Dominik Rumpf. Dominik Rumpf ist vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und er wird quasi vorstellen, in aller Kürze, was im Klimareport für Mitteldeutschland zu finden ist. Und wir schalten mal um, wir haben das im Vorfeld aufgezeichnet. Also dann bis gleich. Ja, dann darf ich ganz herzlich begrüßen bei uns im virtuellen Studio Dominik Rumpf. Er ist Mitarbeiter im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und da im Fachreferat Klima. Und es gibt seit neuestem, im Oktober erschienen, eine neue Studie, den sogenannten Klimareport Mitteldeutschland. Und er wird uns heute berichten, was es damit auf sich hat und was uns da eigentlich beim Klima die nächsten Jahrzehnte erwartet. Hallo. Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und den Mitteldeutschen Klimareport vorstellen darf in dieser Runde. Ja, also wir beschäftigen uns ja hier in Sachsen schon relativ lange mit dem Thema Klimawandel und konnten natürlich auch schon sehr viele Auswirkungen beobachten, was natürlich auch dazu führt, dass wir uns überlegen, wie begegnen wir dem. Und das ist ja nicht nur ein Thema, was uns betrifft, sondern auch andere Institutionen und andere Bundesländer. Und so kommt es dazu, dass wir auch mit dem Deutschen Wetterdienst seit langem zusammenarbeiten. Die bieten uns zum Beispiel eine Datengrundlage, die wir dann immer für Sachsen weiter aufgelöst haben, beziehungsweise um eigene Daten ergänzt haben, um eine bessere Auflösung zu bekommen und mehr Informationen zu erhalten. Aber wir kooperieren auch schon seit langem mit den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen. Da haben wir den sogenannten RIKES-Verbund gegründet, wo wir halt gemeinsam Klimadaten auswerten, Studien anfertigen und auch dieselben Datengrundlagen quasi teilen. Und so kam es auch dazu, dass wir jetzt mit dem Deutschen Wetterdienst gemeinsam lange zusammenarbeiten und das Angebot des Wetterdienstes kam. Naja, wir machen immer mit verschiedenen Bundesländern oder auch den Stadtstaaten entsprechend immer mal irgendwelche Klimareporte, wo wir gemeinsam mit denen Auswertungen machen, Schlaglichter werfen auf bestimmte Themen. Und da hat sich das angeboten, das nicht für jedes Bundesland einzeln zu machen im RIKES-Verbund, sondern einfach mal gemeinsam nach außen aufzutreten, die drei Bundesländer. Und so kam es halt dazu, dass wir diesen Bericht quasi gemeinsam erstellt haben. Hier auf der Karte, die ich nochmal zur Anschauung mitgebracht habe, kann man die drei Bundesländer sehen und auch das Klima halt nicht an den Landesgrenzen Schluss macht, sondern man sieht wunderschön rot eingefärbt bei der Temperatur die mitteldeutsche Tiefebene, die sich über kleine Teile Thürings, aber weite Teile Nordsachsens und auch südlichen Sachsen-Anhalts erstreckt, genauso wie jetzt auch die südlichen Gebirgsbögen und so weiter. Dass das alles irgendwo eine Einheit bildet mit den anderen Bundesländern verbunden und auch entsprechend, deren Orographie und deren klimatische Bedingungen Auswirkungen auf uns haben. So sieht man, dass man vom Süden her relativ gut abgeschirmt ist von Gebirgen, was dann zu einer verstärkten Trockenheit zum Beispiel in mittleren Gebieten führen wird, genauso wie jetzt auch der Brocken angedeutet ist und der Harz. Also das hängt alles miteinander zusammen und es ist halt immer gut, sich mit anderen auszutauschen, da wir ja ähnliche Situationen haben, teilweise dann auch die ähnlichen Strategien fahren können, um dieser Herausforderung begegnen zu können. Wenn wir uns auch mal angucken, als Beispiel die Temperaturentwicklung, das ist jetzt mal für Mitteldeutschland, nicht für die einzelnen Bundesländer dargestellt, die ist halt auch immer relativ ähnlich, das ist halt nur eine Verschiebung um ein halbes Grad höher runter. Die Entwicklung wäre halt, wenn man sich das vergleichen würde mit Einzelländern, ähnlich oder sehr, sehr ähnlich.
Und was auch hier besonders auffällt, ist, dass die letzten 10 Jahre, oder sagen wir mal, die 10 wärmsten Jahre seit 1981 im Prinzip fast alle in den letzten, ja, 20 Jahren stattgefunden haben. Also seit der Jahrtausendwende, können wir sagen, sind 9 der 10 wärmsten Jahre überhaupt aufgetreten. Der einzige Ausreißer quasi war 1934, der noch außerhalb dieses Jahrtausends quasi liegt. Das ist auch bei der Niederschlagsentwicklung, können wir also auch relativ weit zurückgucken. Und da sehen wir, konnten wir auch feststellen im Bericht, da kann man auch schon nachlesen, ja, man sieht, es gibt Schwankungen von Jahr zu Jahr im Niederschlag, nicht hier ist es gleich. Es schwankt also um einen Mittelwert herum, der in etwa auch dem sächsischen bzw. auch dem thüringischen Wert entspricht. Sachsen-Anhalt ist ein bisschen trockener. Im Normalfall, aber wir sehen jetzt keine großen Veränderungen in den Jahresniederschlagssummen. Sprich, die Menge, die im Jahr fällt, hat sich jetzt nicht sehr großartig geändert, auch wenn wir es im langfristigen Trend betrachten. Aber da steckt dann wieder der Teufel im Detail, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Was ja auch wieder angesprochen ist, man sieht, hier der Raum Leipzig und südliche Raum Sachsen-Anhalts bilden zum Beispiel geografisch eine Einheit mit ähnlichen Bedingungen, auch weite Teile des Thüringer Beckens gehören dazu. Dementsprechend macht es halt Sinn, eine gemeinsame Auswertung mal zu haben und sich die Natur im Einzelnen anzuschauen, die ja auch über Landesgrenzen hinweggehen und dort Erkenntnisse herauszuziehen. Wenn wir uns jetzt noch mal weiter beschäftigen, was wir für Auswirkungen bereits sehen können, ja, die phänologische Uhr ist zum Beispiel so ein wunderbares Anschauungsobjekt. Das heißt, wann ist er blühend verpflanzen? Danach werden verschiedene phänologische Jahreszeiten bestimmt. Und da sehen wir ganz einfach, dass die Winterruhe sehr viel kürzer ist, sprich der Vorfrühling, also die Haselblüte, einfach mal im Schnitt so 3 Wochen eher auftreten kann und sich die Vegetationsperiode auch nach hinten heraus um ein paar Tage verlängert. Also wir haben schon mal so etwa 3 Wochen länger, 2 bis 3 Wochen länger im Durchschnitt jetzt Vegetation, aktive Vegetation. Genauso sehen wir auch an den Schneehöhen in den einzelnen Gebirgsregionen, dass Schneehöhen über 20 Zentimeter früher, also gang und gäbe waren. Das war dominierend im Jahr. Und niedrigere Schneehöhen waren Seltenheiten. Jetzt ist es so, dass tatsächlich die, zum Beispiel im Erzgebirge, die Schneehöhen mit über 20 Zentimeter, wenn es Schnee gibt, nur 3/4 der Zeit ausmacht, statt 95%. Ähnliches sieht man auch im Thüringer Wald in Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken ist es noch nicht ganz so extrem. Aber da sehen wir auch eine definitive Abnahme in den Schneehöhen. Also das sind solche langfristigen Trends, die wir gut beobachten können. Was wir aber auch beobachten können, neben solchen allmählichen Auswirkungen, nenne ich es mal, ist die Zunahme der Extreme. Dazu gehört, wie auch schon angesprochen, ja, der Niederschlag bleibt im Mittel gleich, aber dennoch erinnern wir uns, die letzten Jahre war es relativ trocken gewesen oder auch Starkregenereignisse waren sehr, sehr präsent. Und das erklärt es natürlich, wenn der Niederschlag im Mittel gleich bleibt und wir mehr Extreme haben, ist natürlich auch die Phase dazwischen wieder ein bisschen länger. Oder auch Wind und Stürme, da sehen wir natürlich auch eine Zunahme der Extremen, was natürlich dann meistens noch auf vorgeschädigte Bäume trifft. Also wir sehen die Extreme hinzu. Die Natur ist von sich aus gestresst und natürlich dadurch weniger resilient. Das wird auch in dem Bericht alles wunderschön aufgearbeitet. Und der große Vorteil von dem Bericht ist, er richtet sich nicht an das Fachpublikum, sondern an die interessierte Öffentlichkeit, so dass es auch quasi versucht wurde zu beschreiben, dass es auch jemand ohne tiefen wissenschaftlichen Hintergrund gut verstehen kann. Und auch, dass ist gut bebildert in der Richtung einer Broschüre, so dass man sie auch ein optisches Bild machen kann von den Ereignissen. Das heißt, wenn man ein bisschen in die Materie einsteigen möchte und sich für die einzelnen Bundesländer interessiert, kann man das wunderbar als Einstieg nutzen, um sich dann später mal noch tiefer in die Materie vorzuarbeiten und einzuarbeiten. Und dann ist natürlich wird unsere Verbindung die REGIS-Plattform, wo man für die einzelnen Bundesländer dann die Informationen auch spezifischer findet. Ja, das wäre jetzt so
der Hintergrund, warum wir diesen Bericht erstellt haben, ein paar Highlights, was es da drin zu erfahren gibt. Und natürlich sind wir auch allen sehr dankbar, dass dieser Bericht ermöglicht wurde von einem deutschen Wetterdienst und auch den Kollegen aus anderen Bundesländern für die rege Mitarbeit und die gute Abstimmung und Kooperation. Es war auf jeden Fall eine sehr angenehme Arbeit, muss ich sagen, und hoffe, dass wir sowas in der Zukunft fortsetzen und auch weiter vertiefen können. Ja, vielen herzlichen Dank für die kurze und auf den Punkt gebrachte Darstellung des Berichtes. Ich würde es mal so für mich zusammenfassen und Sie berichtigen mich, wenn ich es jetzt doch falsch verstanden habe, aber dass man sagen kann, grundsätzlich, es wird immer wärmer. Die Regenmengen bleiben klar oder die Wassermengen, Regenmengen bleiben zwar im Prinzip gleich, aber nur übers Mittel, denn es gibt die Extreme, das heißt lange Perioden von Trockenheit und dafür dann heftige Regenfälle, die sozusagen das Wasser dann alles auf einmal bringen, was in früheren Zeiten eher über einen längeren Zeitraum verteilt vom Himmel kam. Genau, so könnte man es anfassen, wobei es die Extreme auch früher immer schon mal gab, die waren halt nur sehr viel seltener. Seltener, ja. Ja. Genau. Also ich glaube, insoweit ist wahrscheinlich diese letzte Folie mit den Extremen auch wahrscheinlich somit die wichtigste, um zu verstehen, was der Klimawandel an negativen Auswirkungen hat. Wir hatten mal ein Sachsen-Update gemacht, da hatten wir eine Karte eingeblendet, wo man, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es genannt hat, aber wo man sozusagen vergleichen konnte, wie wird das Wetter in meinem Ort in 50 Jahren sein und wo ist das heute schon so? Und da gab es dann irgendwie für Dresden war dann irgendwie das Pardon, war dann irgendwie was in Italien und da gab es dann die Kritik, dass das doch sozusagen eigentlich ja das den Klimawandel verharmlost, weil man sagt, ja, dann ist halt das Wetter wie in Italien, aber halt auch nur übers Mittel gerechnet. Das heißt, die Extreme tauchten da eigentlich gar nicht auf. Und insoweit ist das hier, ich glaube, nochmal eine wichtige Darstellung, dass man halt zeigt, dass die Extreme das eigentliche Problem sind. Genau. Ja. Ja, prima. Also wer nachlesen mag, die Studie, wir verlinken es natürlich. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass das doch recht spontan geklappt hat, dass Sie hier zu uns ins virtuelle Studio kommen. Und dann sage ich einfach mal, Sie sind ja auch nicht das erste Mal heute bei uns. Ich sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Genau, ich bedanke mich auch und freue mich schon auf das nächste Mal. Dann wiedersehen. Tschüss. Ja, das nächste Thema ist sehr spezifisch. Ich sage es nochmal. Und zwar geht es um das Klimaschutzbündnis und die aktuellen Aktivitäten des Klimaschutzbündnisses. Ganz kurz vorab, das Klimaschutzbündnis ist eben ein Konsortium von verschiedenen Organisationen aus Sachsen, darunter eben auch die VEE, der BUND, Verdi, VCD, ganz verschiedene Organisationen. Und die haben jetzt zum 25.10.2024 nochmal einen Appell jetzt an den neu gewählten Landtag gerichtet und haben in fünf zentrale Forderungen dort eben auch überreicht an den neu gewählten Vertreter im Landtag, die energiepolitischen Sprecher im Landtag der neuen Fraktion. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was hier sozusagen diese fünf Kernforderungen anbelangt. Zum einen geht es um die soziale Gerechtigkeit bei der Energie- und Klimapolitik, eben dass die nicht über die Klinge gehen darf, eben dass eben die Lasten und Chancen des Wandels da abgewogen werden müssen und alle Gesellschaftsschichten eben einbezogen werden müssen. Zum anderen natürlich auch gerade für uns als VEE sehr wichtig, dass man eben den Schwung, der jetzt sozusagen ein Stück weit bei der Energiewende gerade ankommt und passiert, die wir gerade eben beschrieben haben, für eine beschleunigte und dezentrale Energiewende in Sachsen weiter aufrechterhält und mitnimmt und wirklich einen Aufbruch schafft jetzt, um eben den Wandel hin zu einer CO2-neutralen Energieerzeugung zu schaffen, gerade eben auch mit Blick auf die hiesige Wirtschaft. Dann natürlich Nummer drei, dass man eben auch den Arten- und Biotopschutz mit Klimaschutz verknüpft und nicht gegeneinander ausspielt. Nummer vier, auch ganz wichtig, den ÖPNV stärken und sinnvoll über Regionen hinweg denken, um eben Netzknotenpunkte zu entwickeln, die eben auch eine Möglichkeit bieten, den ÖPNV flächendeckend zu nutzen, eben nicht nur in Ballungszentren. Und ganz wichtig zum Schluss, das ist ja sozusagen eines der großen Probleme oder letzten Dinge, die in der Legislaturperiode jetzt nicht geklappt haben, obwohl es eigentlich verankert war, nämlich ein Klimaschutzgesetz für Sachsen mit ganz klaren sektorspezifischen Einsparzielen und klaren Transformationspfaden für Sachsen. Das wäre extrem wichtig und ist für uns als VEE eine zentralen Forderungen dieses Katalogs. Wir hoffen, dass die
Sprecher und die jeweiligen Akteure im Landtag diese Ideen, diese wichtigen Impulse aufnehmen und in die Fraktionen, auch in die Regierungsbildung mit reintragen und dann auch umsetzen. Das wäre uns sehr, sehr wichtig. Genau. Und so wie es das eine Bündnis gibt mit den Forderungen, welche sich an die zukünftige sächsische Staatsregierung da vor allen Dingen gerichtet haben, gab es ja oder gibt es ja das Bündnis der sächsischen Unternehmen. Wir hatten es beim letzten Mal schon erwähnt, nochmal hier eine Meldung vom MDR, die schon etwas länger her ist, die damals noch vor rund einem Monat von 60 Unternehmen gesprochen hat. Mittlerweile sind es über 80. Ich habe festgestellt, auf der Homepage ist es auch noch nicht ganz aktuell, da stehen noch 79, also mittlerweile sind es 80 oder über 80 Unternehmen aus Sachsen, die sich diesem Appell an die zukünftige sächsische Staatsregierung angeschlossen haben. Man kann auch nach wie vor mitzeichnen, also wenn Sie als Unternehmerin oder Unternehmer zuhören oder zuschauen, gehen Sie ruhig mal auf die Seite unternehmen-zukunft-sachsen.de und wenn Sie mit den Forderungen, die da festgemacht sind, mitgehen können, dann unterzeichnen Sie doch diesen Appell bitte mit. Es stehen also dem ganze zigtausend, nicht zig, 16.000 Arbeitskräfte sind es, die hinter diesen 80 Unternehmen stehen. Also auch das will berücksichtigt sein, dass es ja hier nicht nur um den Klimaschutz, sondern halt auch um die Bewahrung des Industriestandortes geht und dem Wohlstand in Sachsen, der damit verbunden ist. Also ein wichtiger Punkt, den hoffentlich die neue zukünftige sächsische Staatsregierung noch berücksichtigen wird. In den bisherigen Gesprächen war es zumindest Stand heute oder der letzte Stand, den ich mitbekommen habe, ist darüber wohl noch nicht groß gesprochen worden. Aber wir hoffen, dass das natürlich auch Berücksichtigung findet. Ja, von den Unternehmen zum Thema Wärme. Wir hatten es ja ganz am Anfang angesprochen. Hier ein Bericht in der Sächsischen Zeitung vom 24.10., wo es berichtet wird vom Gipfeltreffen des Verbandes Energy Saxony. Also da ging es um das Thema Heizen und die Wärmewende. Und es wird in dem Artikel, wir stehen kurz davor, dass die Woche der Wärme der Wärmepumpe stattfindet, die geht nämlich nächsten Montag los, werde ich dann gleich noch was dazu sagen. Aber hier in dem Artikel wird völlig richtig festgehalten, was ich leider auch verzeichnen musste, so bei der Organisation unserer Veranstaltungen, die wir ab nächster oder in nächster Woche anbieten, dass an vielen Stellen dann noch sehr gezögert wird, das Thema wirklich ambitioniert anzugehen, die Wärmeplanung voranzutreiben, zu informieren etc. Da wird eine gewisse Zurückhaltung ausgeübt, man wartet ab, man möchte erstmal sehen, wie es nächstes Jahr bei den Bundestagswahlen ausgeht, ob dann überhaupt noch das ganze Thema ist, so ungefähr. Da muss ich sagen, es ist schon irgendwie unverständlich, wenn man bedenkt, du hattest ja ganz am Anfang die Treibhausgasemissionen und den Stand sozusagen berichtet. Wir haben mittlerweile, ja kann man schon fast sagen, wöchentlich Meldungen, dass irgendwo Überschwemmungen stattfinden. Mhm. Wir nehmen es schon gar nicht mehr auf, weil wir müssten wahrscheinlich dann eher eine Liste machen, wenn wir einmal im Monat hier unseren Audio- bzw. Videopodcast veröffentlichen. Also die Folgen des Klimawandels werden immer stärker, kommen immer öfter und sind schon bedrohlich für sozusagen unseren Wohlstand mitten in Europa, ne? Von anderen Ländern mal ganz abgesehen, die ja teilweise noch wesentlich mehr mit den Folgen zu kämpfen haben. Und diese Zurückhaltung hier, wir warten mal und wir schauen mal und alles nicht so schlimm. Dafür noch Verständnis zu haben, fällt an vielen Stellen schon schwer. Und das ist halt auch hier mal in dem Artikel so festgehalten. Ich gehe da ganz mit, dass wir eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern dass diese Verzögerungen nicht mehr verständlich sind für den Sachverstand. Ja, zumal. Gut, genug geschimpft. Noch ein Gedanke dazu, weil ich hätte erst vorgestern eine spannende Statistik gesehen. In Deutschland, das ist vielleicht auch ein Stück weit ermutigend, aber zeigt auch eigentlich, wo die Richtung hingeht, werden mittlerweile über 90% der Neubauten, ja, mit Wärmepumpen ausgestattet. Das ist, oder mit Fernwärme. So. Das heißt, mit den beiden logischen Konsequenzen, die man eigentlich sozusagen daraus ziehen muss. Das heißt, bei Neubauten ist die Richtung zumindest schon richtig, warum man dann das nicht auf alle Bauprojekte jeglicher Art, also Renovierung und so weiter, Sanierung des Bestands macht, ist natürlich die große Frage.
Ja. Ja. Also andere Länder sind da schon wesentlich besser aufgestellt, einfach nochmal so ganz grob vor Augen zu halten. Wir können ja, wenn wir in die Sektoren reinschauen, sagen, okay, Strom haben wir, ich glaube, dieses Jahr waren es fast 60% oder sogar über 60% bislang, was war sozusagen Anteil der Stromerzeugung durch Erneuerbare. Aber bei Wärme und aber auch bei Mobilität, also in den anderen beiden Sektoren, haben wir fast keine Einsparungen an CO2 nach wie vor. Und eigentlich müssten wir schon bei Null sein, wenn man es genau auf die Zahlen sieht. Also rein, ich sag mal, wissenschaftlich, sachlich runtergebrochen, müssten wir in allen Sektoren mittlerweile Null Emissionen haben. Ne? Sind wir weit entfernt von. Wir heizen zu der Hälfte der Haushalte, die Hälfte der Haushalte heizt mit Gas, ein Viertel mit Erdöl und die anderen teilen sich dann irgendwie rein und irgendwo bei dem Viertel ist dann ein Teil Wärmepumpe, also da ist ein erheblicher Nachholbedarf. Daher, kommen wir jetzt mal zum Positiven, gibt es ja dann nächste Woche, also von heute, wir zeichnen das heute am 30. Oktober auf, von heute gesehen, nächste Woche gibt es dann die Woche der Wärmepumpe. Wir als VE Sachsen werden zwei Veranstaltungen in die Poldeswalde haben. Das wird einmal die Fachveranstaltung eher für Fachleute sein. Ich habe es hier eingeblendet. Und vor allen Dingen aber an die breite Öffentlichkeit, kostenfrei zugänglich, so wie die Fachveranstaltung auch, aber auch die große Tagesveranstaltung, die sozusagen ab 11 Uhr ist Einlass, ab 12 Uhr geht es mit Vorträgen los und das Ganze dann bis 20 Uhr. Wir werden Aussteller haben von den Herstellern, aber auch von anderen, Verbraucherzentrale Sachsen zum Beispiel, Energieberater, Unternehmen, also Heizungsbauer, sage ich jetzt mal ganz einfach, werden da vertreten sein. Da können Sie Ihre Fragen, könnt ihr eure Fragen zum Thema Wärmepumpe loswerden, könnt euch bei den Vorträgen informieren. Kleines Gewinnspiel haben wir auch, was zu gewinnen gibt. Auf dem Parkplatz werden Infomobile stehen von den Herstellern, wo man sich, wer es sozusagen noch nie angefasst hat, wo man die Wärmepumpe auch mal anfassen kann und so weiter. Also seid herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Die Tagesveranstaltung von 11 bis 20 Uhr hier unter den Links zu finden. Bei der Tagesveranstaltung muss man sich auch nicht anmelden, einfach vorbeikommen. Wer Interesse hat, an der Fachveranstaltung teilzunehmen, bitte anmelden. Das ist hier zwingend erforderlich. Ansonsten auch da kostenfrei. Das Ganze, wie gesagt, nächste Woche Mittwoch, die Tagesveranstaltung in die Poldeswalde. Und mit ähnlichem Programm, mit ähnlichem Ablauf, das Ganze dann nochmal im Erzgebirgskreis, im Bundspeicher Zwönitz, ein neu saniertes Gebäude, ganz schick gemacht. Also allein das wird für die Zwönitzer oder für andere aus der Region schon mal Grund sein, sich das vielleicht mal anzuschauen, nochmal von innen anzuschauen. Und da wird dann halt unsere Tagesveranstaltung, aber auch die Fachveranstaltung am Donnerstagabend stattfinden und dann die Tagesveranstaltung am Freitag. Also ähnlich Vorträge, Ausstellungen und Beratungsangebote mit regionalen Experten und Unternehmen. Kommen Sie vorbei, schaut vorbei. Wir sind da an der Stelle. Ja, Jonathan, dann sind wir fast durch. Ich habe eins noch mitgebracht. Nämlich hier Verweis, ich glaube, wir hatten ihn schon mal den Hinweis auf ihn, Dr. Watson, ein YouTuber, der sehr viel, sehr viel Recherche in seine Beiträge steckt, also so viel Zeit haben wir leider nicht, so tolle Beiträge, wie er es macht, zu veröffentlichen, aber hier mal der Hinweis wieder auf diesen Kanal, was wir jetzt schon nicht mehr verhindern können, ist die Überschrift, es geht, wie man sich denken kann, um den Klimawandel, was jetzt passiert ist. Und du hattest ja ganz am Anfang die Zahl schon in den Raum gestellt. Wie lange dauert es eigentlich, das CO2 aus der Erde, aus der Atmosphäre zu entfernen? Also nicht komplett. Ne? Also ein Anteil CO2 war ja erdgeschichtlich schon immer in der Atmosphäre, zum Glück, sonst wäre es zu kalt. Aber das, was wir jetzt noch oben drauf gesetzt haben, wie lange dauert es eigentlich, bis das wieder verschwindet? Und du hast ja schon gesagt, mehrere hunderttausend Jahre. Und wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, sind es 800.000 Jahre, bis wirklich der Anteil, den wir bereits jetzt in die Atmosphäre geblasen haben, wieder verschwindet. Sollte ich mich geirrt haben, schreibt es in die Kommentare. Also sollte ich hier eine falsche Zahl mir gemerkt haben, dann berichtigt uns bitte oder mich bitte, schreibt es in die Kommentare. Wir sind ansonsten im Prinzip durch. Es bleibt noch ein Hinweis, den ich hier schon mal einblende, aber dann auch nochmal im Abstand bringe, nämlich unsere große Veranstaltung dieses Jahr, die Jahrestagung, die wird am 6. Dezember in Leipzig stattfinden, Heizkraftwerk Süd.
Also wer mag, wer das Heizkraftwerk besichtigen mag, bitte anmelden. Besichtigungsplätze sind noch einige frei und auch für die Jahrestagung an sich sind noch einige Plätze frei. Früh also die Führungen durch das Heizkraftwerk und ab Mittag geht es dann los, gemeinsames Mittagessen und ab 13 Uhr mit Vorträgen und Programmen. Ich bin ganz froh, dass wir uns das auch thematisch für die Jahrestagung mit auf den Schirm genommen haben. Wir werden im ersten Teil über das Thema Klimagerechtigkeit und Akzeptanz sprechen. Die große Frage ist nämlich, ist hier wirklich alles gerecht verteilt und was macht es mit der Akzeptanz der Energiewende, wenn es vielleicht doch nicht so gerecht verteilt ist, wie es sein sollte? Das wird uns im ersten Teil beschäftigen und im zweiten Teil werden wir uns dann passend zur Örtlichkeit quasi mit dem Thema Wasserstoff in seiner konkreten Anwendung befassen. Auch da spannende Vorträge. In dem Sinne ein buntes Programm und wer mag, anmelden, egal ob Mitglied oder nicht Mitglied, sind alle herzlich willkommen. Bitte anmelden und dann freuen wir uns, euch, Sie da dann auch live einmal zu sehen. In dem Sinne, Jonathan, darf ich mich von dir verabschieden? Ja. Von unseren Zuhörern, Zuschauern und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen natürlich genauso. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.